Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge eurer Einsendung. Denn wenn wir uns das einfach mal angucken, diese unglaubliche Detailarbeit, diese unglaubliche Stadt hier und das Krasseste von allem ist, wenn wir mal diesen Blick hier reinwagen, darum geht es gar nicht bei dieser Einsendung. Es geht um eine Feuerwerksshow. Herzlich willkommen zu Folge 1006 eurer Einsendung. Heute schauen wir uns an, von Skyblock Squad eingesendet, eine Feuerwerksshow in Minecraft mal anders. Und Skyblock Squad kennen wir bereits, weil wir uns eine Adventure Map von denen angeguckt haben. Sie schreiben auch, dass sie, obwohl alle Sachen in Englisch sind, sie auch in Deutsch kommentieren und auch in Deutsch verfügbar sind. Das hier scheint wohl irgendwann eine große Map zu werden. Und was wir hier haben, ist dieses Gerüst, so ein Startknopf verbunden mit einer Redstone-Leitung, die hier in einen Command-Based-Serverraum reingeht. Und eine Feuerwerksshow, die sich gewaschen hat. Es wird empfohlen, einen Shader zu laden, den ich jetzt mal geladen habe. Und es gibt wohl auch Musik in dieser Map, aber irgendwie ist bei dieser Map nicht die Musik dabei, was ein bisschen ärgerlich ist. Deshalb werden wir ein bisschen improvisieren. Ich werde jetzt selbst Musik abspielen, damit das klappt. Und liebe Zuschauer, wir werden heute eine unglaublich geniale Feuerwerksshow genießen. Ich bin sehr gespannt, was es zu sehen gibt. Und würde sagen, wir beginnen die Show. 3, 2, 1, go! Oha! Oh, da gehen Lichter an der Stadt! Oh, wow! 2021! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fire! Wow. Alter, es ist so aufwendig gemacht. Guck mal, wie sich alle verbinden. Alle in die Mitte fliegen.
Ich glaube, an dieser Stelle ist die Feuerwerkshow zu Ende. Oder? Alter, wow! Was war das denn bitte? Also, mein Gehirn ist gerade förmlich explodiert, dass sowas möglich ist in Minecraft, ne? Und wir haben ja gesehen, es gab super viele Command-Blöcke, die das Ganze umgesetzt haben. Der Song, wie gesagt, war jetzt ein anderer, zu dem er synchronisiert ist, von The Fat Red, die kennt man auch, den Interpreten. Riesengroßer Serverraum, der das Ganze hier wohl steuert und möglich macht. Reset. Ah, ich verstehe es. Das heißt, wenn ich jetzt den Knopf nochmal drücke, das ist ein quasi hin und her Toggle. Das heißt, drücke ich jetzt nochmal, wird das Ding resettet. Das heißt, ja, jetzt taucht wieder unsere Fontäne hier auf. So gut gemacht. Ich bin wirklich gespannt, was hier noch passieren wird, weil offensichtlich diese Feuerwerksshow nur ein kleiner Teil von etwas Größerem wohl ist. Und ein wirklich gutes Beispiel dafür, liebe Zuschauer. Ich meine, kommt jetzt ein paar Monate zu spät. Aber ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man virtuell auch eine unglaubliche Feuerwerksshow erleben kann. Ich kann mich noch erinnern, dass ich diese Feuerwerksshow da in Dubai gesehen habe beim Burj Khalifa. Da gab es auch so eine riesengroße, was von den Emirates? Riesengroße Feuerwerksshow. Die fand ich schon krass. Aber die hier in Minecraft hat es gerade noch mal getoppt. Ich glaube, von allen Feuerwerkshows, die ich so gesehen habe, war das wirklich gerade voll beeindruckend. Auch, lassen Sie noch mal starten, ne? Um noch mal die Details hier zu bewundern, wie liebevoll das Ganze gemacht worden ist. Vor allem, wenn man mal hinguckt, auch hier die ganzen Dropper und auch wie mit der Lichtinszenierung gearbeitet worden ist. Man sieht nämlich, dass bei den Häusern plötzlich Lichter angegangen sind, ne? So, und dann dieses 2021, was dann zu 2022 wird, das ist echt beeindruckend. Das müsste man eigentlich synken oder nächstes Jahr synken, dass man das vielleicht zu Silvester live streamt oder so eine Feuerwerksshow, die dann im richtigen Moment abfeuert. Aber wow, da 2021, 2022, es ist so cool gemacht, auch das hinzuschreiben. Frag mich nicht, was das für eine Arbeit war. Wir können ja mal, während die Feuerwerksshow arbeitet, hier in den Raum reingehen. Also gerade gar nicht. So, wir sind im Spectator. Gehen wir mal hier in den Options-Raum rein. Hier läuft gerade die Technik. Es ist wahrscheinlich eine Sequence an Commands sein, die da ablaufen. Mit Zufall-Randomizern. Ah, hier wird wahrscheinlich das Programm ausgewählt. Ne, das Programm, was gerade gefahren wird. Redstone-Block, Redstone-Block. Ja, damit werden wahrscheinlich Aktionen getriggert. Sehr, sehr wilde Technik, liebe Zuschauer. Das kann man auf jeden Fall sagen. Vor allem aber auch in diesem Stil. Ja, und die Map. Ja, was wird das für eine Map? Skyblock Squad. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Oder, liebe Zuschauer, schaut selbst gerne mal bei Skyblock Squad vorbei. Die Leute haben echt was drauf. Optisch sowie inszenierungstechnisch. Das ist eine Hammerarbeit. Ich habe einen riesen Respekt davor. Bedanke mich dafür, dass ich sowas vorstellen konnte. Und sage, macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.